Servus Leute, herzlich willkommen zu Road to All Attachments mit der MPX. Es ist mitten in der Nacht, deswegen kann ich hier auch nicht die heute rumschreien wie ein Irrer. Wir spielen auf Caspian Border, mal eine Map, die wirklich nicht so oft gezockt wird, beziehungsweise ein DLC, das nicht so oft gezockt wird. Irgendwie, ich finde es echt schade. Ich finde es auch wirklich mittlerweile echt schade, dass bei Battlefield 3 zum Beispiel wirklich nur Noscha gespielt wird und so. Ich finde das echt immer wieder irgendwie sehr beschissen. So wie gerade mein Aim sehr beschissen war. Ah, shit. Aber gut, man startet super geil in die Runde. Ich mache mir wieder eine coole Matte. Schaut mal, hier, wunderbar. So sieht das super aus. Ich habe eine wunderschöne Frisur hier gleich zu Beginn dieser Runde. Und mal schauen, ich mag diese Map hier eigentlich nicht so sehr. Naja, aber ich habe mir gedacht, komm, ist mal was anderes. Um mal ein bisschen Abwechslung zu zeigen bei Battlefield. Ich möchte auch jetzt, wie ihr vielleicht gemerkt habt, viel mehr Battlefield-Serien bringen, viel mehr Battlefield einfach auch auf dem Kanal. Ich spiele es einfach am liebsten, ich habe am meisten Freude und ich sehe auch, dass ihr da auch das sehr gerne auch guckt. So, ich habe jetzt ein Laser-Sight für die MPX, das ist ja super, das bringt sich viel. Obwohl, doch, das könnte sich doch ein bisschen was bringen, scheiße. Yes, den habe ich auch. Ich bin jetzt eingespielt, ich habe es heute Nachmittag versucht zu spielen und ich konnte echt mal wieder nichts. Ich bin auch ein bisschen ruhiger. Ich werde mich hier ein bisschen halt eben mehr auf das Gameplay konzentrieren, längere Videos machen und nicht jetzt eben auf Vollgas-Unterhaltung gehen, sondern euch einfach ein bisschen Battlefield zeigen, ne? Einfach mal ein bisschen Battlefield zocken. Und ich mache das eh immer sehr, sehr viel. Deswegen werde ich mir alle möglichen Serien mir so ein bisschen ausdenken. Und ihr könnt auch euch gerne beteiligen und mir sagen, was ihr denn gerne sehen möchtet von mir. Ja, vielleicht auch sowas ähnliches, was der Jim auch macht. Die Serie, wo man halt eben, ja, Feldversuch nennt er das, wo ihr mir dann halt eben sagt, was ich zocken soll und dass ihr dann halt auch eben gewisse Kommentare hochvotet mit Setups und so weiter. Vielleicht machen wir das auch, ich bin mir nicht sicher. Dann kommen halt wahrscheinlich wieder solche Leute vorbei und sagen, ja, du machst wieder alles nach, das ist vom Jim. Und ich mache hier eh schon was von dem nach, halt Stopp zum Beispiel. Hat auch schon einer gesagt, ja, du machst das vom Jim nach und aus dem Zickzack laufen, weil ich gerade angeschossen. So. Aber das ist mir eh wurscht, das sind halt eben die kleinen Hater. Man kann auf YouTube nichts Neues finden und wenn man halt eben, ja, was macht, was ein anderer YouTuber auch macht, warum nicht? Ja, man kann ja immer wieder seinen eigenen Stempel da aufdrücken. Oh. Okay, ich weiß, wo du Wichser bist. Rumcampst. Ja, das ist halt hier eben ein Nachteil mit dieser Waffe. Ach, dankeschön. Das Medikit kommt mir gerade gut. Das wenig geht gerade sehr gut. So, da hinten, hier rennt noch einer. Hier rennt noch einer. Wo ist dieser? Wo ist dieser? Da ist er. Boah, mein Aiming ist wieder. Mein Aiming ist wieder. Wunderbar, ne? Aber ihr hättet mich heute am Nachmittag sehen sollen. Da war ich so scheiße, bis ich mich dann. Oh, bis ich mich dann wieder eingespielt habe. Da war das. Jetzt gerade noch heilig. Das war jetzt. Das, jetzt spielt es noch heilig, du. Bin ich in die Runden reingegangen mit dem 05, mit dem 06 und da habe ich gedacht, nee, komm, die Aufnahme kannst du gleich abbrechen, das will keine Sau sehen, das will ich selber nicht sehen, ich hatte selber keinen Bock. Aber solche Runden gibt es halt immer wieder zwischendurch, ja, es ist nicht immer nur gut und ich möchte auch kein YouTuber sein, der immer nur seine besten Runden raushaut. Ich möchte auch einfach mal einfach so ein bisschen zocken und einfach mal so ein bisschen gemütlich und ich weiß nicht, wenn ich die ganzen Über-Pro-Skiller immer auf YouTube sehe, dann komme ich mich immer so scheiße vor als Zuschauer, weißt du, weil die einfach so überkrass drauf sind. Und dann ist mir irgendwie lieber, wenn ich ab und zu so ein paar Leute habe, die eben nicht so krass sind, aber einfach Spaß dabei haben. Und dabei halt dennoch halbwegs gut spielen. Ne? Ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt mega scheiße bin. Also mit dem einzigen Schuss habe ich jetzt einfach nur gezeigt, wo ich bin. Ja, super. Ein Schalldämpfer so schnell wie möglich draufhauen, hat mir auch ein Abonnent gesagt und dann bei locker richtig mal aufräumen gehen. So, wir werden jetzt hier mal ein bisschen diese Map hier spielen. Caspian Border ist mal zwischendurch ganz nett. Ah, scheiße. Stop using snipers, fucking hell. Tja, der ist ein bisschen aufgeregt wegen die Sniper. Aber das ist auch wieder so ein Scheiß. Warum? Lass sie doch snipen, wenn sie wollen. Du musst halt dein Gameplay ändern. So, Laser Sight. Das ist alles, was ich für diese Waffe habe. Ich habe auch das Red Dot Sight, ja, habe ich, aber das mag ich nicht. Das gefällt mir nicht. Ich mag das Red Dot Sight hier in diesem Spiel absolut gar nicht. Ich mochte es aber Battlefield 3 nicht. Ich mochte es nie. Spiele ich lieber ohne. Außer, dass es so scheiße, dass du es ganz vergessen kannst.
Aber hier geht's noch irgendwie. Okay, da ist einer drin, den hole ich mir gleich. Links neben mir ist auch noch einer vorbei. Der ist gerade hier rüber, der ist gerade hier rüber. Da ist er. Ah! Und voll versaut. Na, was hat die Leute? Ist doch lieber, wenn der Typ euch halbwegs unterhalten kann oder gut unterhalten kann, dafür nie so gut spielt, oder muss er jetzt über der Oberkrass des Killer sein? Ja, ich weiß nicht. Ich finde, beides ist irgendwo wichtig, dass man beides gut kann. Ich bin halt hin und wieder ein Volllappen. Ah, da hat er die Diegel rausgeholt, die Sau. Aber gut, es ist auch hier gerade eine gemütliche, chillige Runde. 7 gegen 7, es ist nicht so viel los. Mehr Zweikämpfe. Wow. Ich bin gleich tot. Da, komm, hoch hier. Komm mit auf da. Ah, schon. What the fuck. 5, 6. Ja, das wird eine etwas längere Road to All Attachments. Aber ich habe hier diese wunderschöne Frisur. Schaut mal, die hat keiner. Ich bin fabulous, baby. Und ich werde das hier auch hochladen, scheiß drauf. Ob das jetzt auch ein bisschen schlechter, das Score ist. Ich hab grad Spaß. Ah, ich hab grad ein bisschen Bock drauf. Muss ja nicht immer mega abgehen. So, den habe ich wenigstens dafür schon geholt. Oh, scheiße. Dafür hat er mich wieder geholt. Siehst du, hätte ich einen Schalldämpfer, hätte nicht gewusst, dass ich da bin. Unbedingt einen fucking Schalldämpfer besorgen. Ich hoffe, das schalte ich schnell frei. Aber so wie wenige Gegner hier gerade sind, wird das eigentlich nicht so leicht. Wo ist er? War doch gerade hier. Er ist tot. Alles klar. Wow, da ist er. Komm, du gehörst mir. Und ja, ich wechsle nicht zur anderen Waffe. Jawohl, weil ich ihn ja mit der MBX erschießen will. Sonst hätte ich jetzt zur Pistole gewechselt. Und auf der Straße ist er da. Da, Baby. Ja, du gehörst mir. Yes. Ich spiele ja absichtlich so. Ich muss ja mit dieser Waffe was freischalten, ja? Sonst hätte ich schon zweimal zu einer Waffe gewechselt. So, 8-8. Ja, immerhin halte ich mich mit den Toten und mit den Kills auf einer Ebene, ne? Okay, ja, 9. Ich glaube, wieder scheiße. Aber gut, mit dieser Waffe auf dieser Map ist das halt natürlich nicht so eine tolle Sache. Wo ist er? Da doch bitte. Oh. Nehmen sie auch wieder alles weggebombt, die Schweine. Oh, hier war einer mit Schalldämpfer. Ich habe ihn gehört. Was ist er? Da drüben sind sie. Okay, hier in dem Haus. Sind die jetzt tot? Da ist noch irgendwo einer. Yes. Und da kommt einer. Bin sehr konzentriert, wie ihr seht. Da hinten war auch einer. Und den kann ich mir nicht holen. 21 Helfer hat er noch. Ich muss auch sagen, mein Aiming ist nicht wirklich das Beste mit dieser Waffe. Schaut mal, da gibt es auch solche Lappen, die haben ein 8-16. Da musste ich auch, oder da ein 9-16. Da musste ich auch fragen, was ist da los? Entweder spielen die zum ersten Mal auf dem PC oder sind generell einfach nur schlecht. So, laufen wir da schon rüber. Da. Ah, das war jetzt auch dumm von mir, dass ich einfach da stehen geblieben bin. Ich hätte links drüber laufen müssen. Ich habe gedacht, er ist blöder.
Einfach nur stehen bleiben und nee, es ist dann für den Gegner viel zu easy. Das war sehr, sehr falsch von mir. Na gut, jetzt spawne ich hier auf dieser Seite, das ist gut. Könnte ich mir den eigentlich gleich wieder wegsnacken. Oh, da. Yes. Irgendwer ballert hier. Da hinten geht's auch ab. Einfach mal weg von da. Yes! Gegenseitig, Bitches! Und meine Frisur sitzt. Aber so gemütliche Runden sind auch ganz cool zwischendurch. Habe ich noch Boost eigentlich? Ja, ich habe noch Boost. Sehr schön. So. Einfach mal so eine chillige, nette Runde Battlefield. Ich liebe dieses Spiel. Ich könnte jeden Tag Battlefield spielen. Ich spiele auch jeden Tag Battlefield. Deswegen könnte ich es auch jeden Tag. Es vergeht eigentlich kaum ein Tag, wo ich nicht Battlefield spiele. Okay, da. Ja, schon gut. Ich weiß, wo du bist. Wo? Nein, ich werde gemessert. Scheiße. Der wusste auch, wo ich bin. Das war jetzt peinlich. Das war jetzt scheiße von mir. Das war wirklich Kacke. Aber ordentlich Kacke. Warte, wenn ich hier mal einen Coyote habe, Alter. Oder einen Cobra. Oder irgendwas anderes. Bin auch mit anderem zufrieden. Den hole ich mir jetzt. Yes, ich habe einen Grip. Sehr schön, ich habe einen Grip. Weg da. Jawohl. Yes, ich bin promoted worden. Oh, Claymore. Fucking shit. Du trägst Claymore. Mein Sohn. So, ich habe den Griff. Den haben wir drauf. So, wunderbar. Und ein Gold Battle Pack. Oh ja, das machen wir gleich auf, Leute. So, da vorne sind zwei. Werfen wir gleich mal hier eine Granate hier. Yes. Oh, da kommt er. Wo ist er? Ist er schon hier? Nee, sehe ich nicht. Da oben. Ah. Jetzt hat er einen Vorteil gehabt. Ich brauche unbedingt einen Schalli. Ich brauche einen Schalli-Lalli-Lalli. Und einen Lolli. Ich bin so behindert im Kopf. Okay, wir gewinnen aber, wie es aussieht. Machen wir halt hier eine kürzere Runde diesmal. Mit der MPX. Ist ja wurscht. Machen wir das halt noch zu Ende hier. Muss ja nicht immer so lang sein. Mal schauen, was als nächstes kommt. Oh, hier brennt's. Sehr schön. Jetzt kommen sie von rechts. Hier ist einer mit dem Schall irgendwo. Hey. Drüben. Der gehört mir. Wo ist er? Ah, komm. Man kann auch so die Leute so ein bisschen anlocken, ne? Schießen und so, ey, ich bin hier und dann kommen sie und dann ja, kannst du dich schon mal darauf vorbereiten. The fuck, ey. Super, jetzt spawn ich wieder hier so scheiße. Oh, da drüben geht's ab, Da kommt doch gleich der nächste. Komm von links, Bitch. Yes. Ich könnte dich messern, aber ich möchte freischalten. So. Deswegen messe ich dich nicht. Und darum geht's hier. Kills mit der Primärwaffe. Alles andere ist egal.
Wo waren Dates? Oh, ich bin an ihm vorbeigerannt. Oh Mann. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hätte ich eigentlich locker gekriegt. Nee, ich dann vorbei an ihm. Wo, da wird geschossen. Ist er tot? Ja. Er ist tot. Und Leute, ich wundere mich, dass ich ein bisschen leiser bin und ein bisschen leiser spreche. Es ist wirklich, wie gesagt, sehr spät nachts. Wow, der gibt mir. Ist er tot? Jetzt ist er tot. Ja, schauen wir mal gleich mal checken, ob dieser Penner immer noch da. Oh, ich bin durchs Feuer. Das ist nicht gut. Ah, scheiße. Ah, jetzt ist er da oben. Mal Schluss mit euch, ey. Und Road to All Attachments kann wirklich lange dauern, ne? Also, das wird einige Folgen hier in Anspruch nehmen. Aber ist auch gut so. Ich mache auch lange Folgen, also. Jawohl. Wow. Schöne Deckung gesprungen hier. Oh Mann, wenn ich jemanden im Visier habe mit dieser Waffe, dann kannst du abgehen. Aber ich hab's noch nicht. Shit. Da waren die Wichser. Ah, hätte ich von links reingehen können. So, jetzt aber her. The Dark Side ist bei mir im Squad. Der ist gut. Sehr gut. Naja, der ist schlechter als ich. Okay, einer fliegt dann dauernd mit einem UAV oder was das ist rum. Oder MAV. Ich glaube, nein, MAV ist das. UAV ist das anderes. Das ist ein Mobile irgendwas. Da war doch einer. Muss er. Sagen nicht, dass ich wieder blind bin. Hab ihn. Yes. Oh, weggesniped. Fuck. Und rechts war noch ein Sniper. Der war nicht der einzige Sniper. Die Sau. Jetzt weiß ich, wo du rumrennst. Ganz da außen rennt er rum. Ganz da außen gemütlich. Super, und ich spawne wieder so genau entgegengesetzt, dass ich da nichts machen kann. Ja, da ist sie versteckt. Und hier sind auch zwei. Ah, fuck. Ja, wenigstens habe ich den erwischt. Wenigstens habe ich einen mitgenommen. Obwohl meine KD ist echt für den Arsch. 21-20, aber gut, mit dieser Waffe auf dieser Map ist halt nicht optimal. Ne? Es ist halt eine kleine. Und die ist halt eben nicht ausgelegt für das Tier. Yes, hab ihn. Und den Kompensator haben wir jetzt. Sehr schön. Aber ich spiele gar nicht mal so scheiße. Da konnte ich schon um einiges schlechter spielen. Oh. Ah, fuck. Ah, das nicht schneller messen können. Ah, dann wäre ich noch am Leben. Dann wäre ich noch am Leben. So, weiter geht's. 175, wir gewinnen zumindest. Das ist gut. Also, jetzt treffe ich nichts. Oh, fuck. Shit. Das hat er schon gemacht. Oh.
Ist er noch dort drin? Ja. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Hinten kommen Gegner, vorne kommen Gegner. Ah, einen habe ich erwischt. Hinten Gegner, vorne Gegner. Wo ist denn dann hin, verdammte Scheiße? Da kannst du doch nichts machen, du. Da kannst du gar nichts machen. Oh, super. Spawnen und direkt... Ja, super. Spawnen und direkt runtergeschossen werden auf 22 Leben. Das ist wunderbar. Ah, und dann auch noch abgeschossen werden. Noch besser. Ja, ja, ja. Vote next map. Oh, du weißt jetzt, wo ich bin, du weißt jetzt, wo ich bin, du weißt, wo ich bin, aber ich weiß auch, wo du bist. Oh. Fuck. Das war jetzt scheiße. Oh komm, der hat doch 7-11 gehabt und ich hab nichts getroffen. Ich hätte ihn wegrotzen müssen. Ich hätte ihn wegrotzen müssen. Mann, und ich hab so scheiße gezielt, ey. Aber mit der MPX ist es halt echt nicht easy. Da ist einer. Wo? Oh. Scheißdreck. Direkt einen Headshot gekriegt, ey. Jetzt gehe ich sogar noch in eine negative KD. Das ist super. Und weißt du, die Runden, wo ich abgegangen bin, die nehme ich nie auf. Ich habe davor Battlefield gespielt, Battlefield 3. Ich bin abgegangen, Alter. Ich hatte eine 40 zu 9 oder so, eine KD. Irgendwie sowas. Was für mich ziemlich gut ist. Oh, scheiße. Hm. Wenn mich jetzt gekriegt hat, möchte ich auch gern wissen. Super, nur Assist, Alter. Ah. Ah, 203 zu 198, das könnte sehr, sehr knapp werden. Und ich habe so wenig freigeschalten. Wieso bekomme ich nicht mehr? Wie bekomme ich in den Battle Pack? Ich will ein Battle Pack, verdammt. Da ist er. Ah, treffen sollte man auch. Boah, schaut mal, was ich... Habt ihr das gesehen, was ich gerade für Scheiße gebaut habe? Doch peinlich, oder? Ah, die wissen natürlich alle, dass ich da bin. Von hinten, von vorne, von überall. Das ist echt beschissen. Deswegen finde ich teilweise Hardcore auch gar nicht mal so übel, weil da hast du einfach keine Minimap. Super. Du wusstest natürlich auch gleich, wo ich bin. Also wirklich, ich brauche ein Visier für diese Scheißwaffe. Ich versuche jetzt nochmal, das wird dort Zeit. Ich probiere es jetzt nochmal. Gegen Ende der Runde. Ich probiere es nochmal. Vielleicht ist es wirklich besser. Ah, ein Kompensator kann ich auch noch draufhauen. Na komm, versuchen wir es mal. Bin zwar echt kein Fan von, aber vielleicht geht es ein bisschen besser.
Okay, das ging schon ein bisschen größer. Ja, dann einfach abhauen. Wollt ihr mich ja sehen. Ja, super. Run, Bitch, run! So, sehr schön. Da vorne müssten jetzt einiges an... Oh! Du Schwein, da oben drin kriegst du eine Raketenwerfer rein, du. Ah, oh, wurde gemessert. Scheiße. Wurde zweimal in der Runde gemessert, Alter. Das ist nicht schön. Außerdem sind wir jetzt einer weniger auch noch. Schauen wir mal, jetzt verlieren wir. Toll. Hat sich jetzt aber schnell geändert hier. Naja, ohne Schalldämpfer kannst du normal echt vergessen. Ich spiele sonst auch immer mit Schalldämpfer. Aber ich habe ja hier keinen. Den muss ich mir erst holen. Okay, es geht echt ein bisschen besser mit dem. Hätte ich mir gleich drauf fahren sollen. Aber Coyote und Crowbra, da geht nichts drüber. Beziehungsweise für längere Distanzen habe ich da auch ein paar gute. Ja, das habe ich noch erwischt. Und das eine, das eine, das eine, das eine. Komm schon, komm schon. Hier muss er sein irgendwo. Da ist er. Ah, fuck. Ich würde sagen, ich schlage mich gar nicht mal so schlecht mit dieser Waffe. Dafür, dass die für diese Map eigentlich überhaupt nicht zu gebrauchen ist. Ist das eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Das hätte ich nicht überlebt. Nicht mit dieser Waffe. Boah, nur ein Kill Assist. Schade. Dann ins Haus. Oh nee, den hätte ich holen müssen. Den hätte ich holen müssen, Alter. Aber ich bin wenigstens vorne dabei. Ist schon mal gar nicht mal so übel. Aber den hätte ich jetzt echt holen müssen. Alter, was geht denn? Jetzt habe ich dich. Sie am Ende noch zwei schöne Kills. Oh, da ist einer, das. Und jetzt. Scheiße. Versaut. Ohne es ein bisschen zu versauen, wäre ich nicht Hellgaming. Gut, Leute, das war Road to All Titans, die erste Folge für die MPX. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Runde wieder. Ciao.